Dann kommen wir zu Tagesordnungspunkt 10. Ampelschaltung Pforzheimer Straße, Antrag der CDU-Ortschaftsratsfraktion vom 17.07.2023. Und bevor es jeder Einzelne in seinen Wortmeldungen sagt, dazu gab es schon Anträge auch unterschiedlichster und anderer Fraktionen. Das ist ein Dauerthema und wird dauerhaft eine Veränderung abgelehnt. Herr Kerle. Und eine dauerhafte Nichtveränderung der Situation wollen wir nicht und können wir uns auch nicht leisten. Also die 12 Sekunden stimmt schon mal gar nicht. Wahrscheinlich wurde das Ding 1988 auf 12 Sekunden eingestellt, aber es wurde nie nachgemessen. Also letztes Mal, wo ich dran stand, habe ich mit der Stoppuhr gestoppt, das waren 9,8 Sekunden. Ja, ich weiß auch, ich habe in der Schule gelernt, wenn die Ampel auf Rot bringt, darf ich noch weiterlaufen. Das weiß ich immer noch. Aber wenn ich selbst im Stechschritt nicht auf die andere Seite komme in 12 Sekunden, ist es echt kurz. Und die Sichtbeziehung, wenn man von der Pforzheimer Straße kommt, man steht an der Ampel, es ist rot, es wird grün, und dann fährt man rum und da steht auf einmal jemand da. Man sieht diesen einen Meter nicht. Das zweite Auto hat es dann schon wieder besser, weil der Fußgänger drauf ist. Und kann man dann wenigstens nicht noch ein Schild hinbringen, erstmal Achtung Fußgänger, Rechtsabbieger. Billigste Variante erstmal. Weil die Kreuzung muss zukünftig in irgendeiner Form umgeplant, umgebaut oder irgendwie anders da gestaltet werden. Spätestens, wenn wir am BMD-Areal sind, haben wir mehr Verkehr drauf. Und dann erwarten wir, dass sie wenigstens doch mal nachmessen, ob es auch wirklich so ist. Denn das, glaube ich, das haben sie noch nie gemacht und auch nicht bei allen anderen Anträgen, weil der kam, glaube ich, auch schon aus jeder Fraktion. Vielen Dank. Herr Köster. Ja, in Abwandlung eines alten Physikerspruches, hast du von Lösung keine Spur, so nehme eine Stoppuhr nur. Pflichte ich dem Herrn Kerle bei, dass in ihm nicht mehr 12 Sekunden. Handgestoppt hat er gesagt, 8,9. Ich habe heute handgestoppt maximal 8,5 gemessen. Das reicht ungefähr so weit, dass wenn man im Moment die Straße betritt, dass man, wenn man langsam ist, dann muss man dann nicht einmal sehr langsam sein, in der Mitte oder nach 3/4 der Straßenübergehung die Ampel auf Rot springt. Aber das ist nicht eigentlich der Nachteil. Die springt sehr schnell auf Rot und das bedeutet, die Leute, die dann eben gerade hinkommen, wenn sie auf Rot gesprungen ist, die stehen dann sehr, sehr lange. Und das zeigt wieder einmal, welche Priorisierung der Autoverkehr, in dem Fall auch der Fahrradverkehr, hat auf diesen Straßen. Es gibt keine Fahrspur, wo dort die Grünphase so kurz ist, obwohl die ganz schnell anfahren können und doch mit relativ hoher Geschwindigkeit die Kreuzung passieren. Ich passiere sie auch jeden Morgen. Manchmal ist die Ampel schon an, ab 6 Uhr mit dem Fahrrad und man ist einfach ganz schnell drüber und man hat einfach viel längere Grünphasen. Und ich glaube, sich hier hinterm Regelwerk immer zu verstecken, es wäre einfach zu sagen, ja, wir messen das jetzt nochmal, da machen wir eben 12 Sekunden draus oder 14. Und dann wäre es einigermaßen in Ordnung. So ist es aber nicht in Ordnung. Nicht jeder, der zu Fuß ist, der macht schon viel für die Umwelt, der läuft langsam, nimmt sich mehr Zeit für seinen Weg als jeder Radfahrer und Autofahrer. Aber an der Ampel muss er überall viel, viel länger warten. Und das muss irgendwie aufhören. Das muss man langsam auflösen. Ich finde, es war ein ganz gutes Statement. Aufgrund dessen könnten wir den Antrag noch einmal schön als Gremium beschließen und tatsächlich dort eine Verbesserung für die Fußgänger verlangen, wenn das in Ordnung wäre, Herr Ruf. Ich kann das im Übrigen bestätigen. Es waren offensichtlich mehrere vor Ort und haben gestoppt und gemessen und geguckt, wie weit sie kommen. Ja. Das ist ein hervorragender. Es ist als manchmal, was mich auch ärgert, wenn, sag's jetzt mal so deutlich in öffentlicher Sitzung, wenn aus unterschiedlichsten Fraktionen, ohne in Verdacht zu sein, da jetzt spezielle politische Hintergründe zu haben, immer wieder an einer Stelle ein Problem auftaucht, welches man die Verwaltung bittet, für Fußgänger dort zu verbessern. Und alle, die die Anträge oder Anfragen stellen, einen starken Ortsbezug haben, dort wirklich manchmal tagtäglich sich aufhalten und dass dann Antworten kommen, wo drin steht, es sei nicht so. Das ist etwas recht Ärgerliches, muss ich ganz persönlich sagen, Herr Ruf. In aller Kürze, guter Vorschlag. Ich habe noch eine kleine Ergänzung an der Stelle. Wir waren ja alle mit unseren Stoppuhren unterwegs heute Morgen. Komisch, dass wir uns nicht alle gleichzeitig gesehen haben. Ich bin dann auch noch die anderen Ampeln abgegangen und kann die Zeiten sogar noch deutlich unterbieten. Das heißt, ich würde vorschlagen, wir nehmen auch noch vorne am Stachus die Überquerung Pforzheimer Straße. Da haben wir viel mehr Fußverkehr sogar noch als an dieser hinteren Kreuzung.
Und dort ist die Grünphase der ersten Ampel, egal aus welcher Richtung ich komme, sogar nur 6 Sekunden. Die zweite grüne Ampel ist dann 16 Sekunden grün. Ich denke, da können wir vielleicht noch ein paar Sekunden dazu packen. Vielleicht können wir das auch. Könnten Sie mir vielleicht Ihre Liste noch zur Verfügung stellen? Dann können wir die an den Antrag hinten dranhängen. Wäre das okay? Dann lasse ich abstimmen über den Antrag, es dort zu verlängern. Plus auch noch mal andere Ampeln zu prüfen. Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Ist einstimmige Zustimmung. Vielen Dank.